Moin moin meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Folge von So gut wird. Heute schauen wir uns erneut beim BVB um und ja, sind bei einem Flügelspieler, Jamie Beino Gittens. Die einen oder anderen werden ihn natürlich schon kennen, außer die einen anderen. Er ist schon ein sehr bekanntes Talent, wird also zwar der Sancho angesehen, muss das natürlich noch beweisen, aber ja, ist ein echt verletzt gewesen jetzt sehr lange in der Rückrunde. Da wird man dann auch sehen, ob er das dann auch noch mehr zeigen kann. Hier im Spiel hat er besonders im technischen und physischen Bereich schon sehr, sehr gute Fähigkeiten, aber natürlich im mentalen Feld der komplett ab. Kommen wir aber erstmal zu dem Positiven. Er ist sehr schnell mit 16, hat einen sehr hohen Antritt, ist sehr beweglich, gute Fitness, Balance okay, technischen Bereich krass im Dribbling, 17, technisch 17, kann schon gut Flanken schlagen, ein gutes Pass spielen, gute Übersicht, gute Flair im mentalen Bereich, aber das sind auch die einzigen Fähigkeiten im mentalen Bereich, die wirklich gut sind. Alles andere ist dann wirklich schon, naja, er ist nicht nervenstark, er ist nicht konzentriert genug, er trifft häufig falsche Entscheidungen, er antizipiert nicht gut, die Zielstrebigkeit ist nicht ganz so gut, echt nicht, also gut im Team. Also da, ich würde wirklich sagen, bei Beino Gittens muss man eigentlich schon fast die ganze Karriere über den Fokus nur auf den mentalen Bereich setzen, denn da muss sich eine Menge verbessern, damit der irgendwann interessant wird, auch überhaupt für den BVB oder überhaupt für die erste Liga. Und ob er das hinkriegen würde und wenn, dann in welchem Rahmen, in welchem Maße, sehen wir dann jetzt. Leider konnte Jamie Beino Gittens sich kaum noch verbessern, klar am besten im mentalen Bereich, aber da auch 0,79 Punkte im physischen Bereich ist nichts mehr passiert. Er ist sogar ein Punkt langsamer geworden, was schon ein bisschen schade ist. Die Beweglichkeit ein Punkt, okay. Im technischen Bereich hat er sich sogar noch ein bisschen stark verschlechtert. Vor allem der Abschluss, der um 3 Punkte schwächer geworden ist, ist schon ein bisschen blöd. Auch sein Flankenspiel ein Punkt, sein Passspiel, die Technik jeweils im einen Punkt, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Klar, er konnte im mentalen Bereich und die Zielstrebigkeit um 3 Punkte verbessern. Er ist nervenstärker geworden, okay. Ein Flair ist ein Punkt gestiegen, die Antizipation um 1, aber ihr seht ja selbst, es ist ja jetzt nicht wirklich überragend. Spielt jetzt auch bei Lok Moskau. Ist zwar ein ordentlicher Verein, klar, hat auch ordentliche Noten hier und da. Aber ja, beim BVB hin und wieder mal circa 10, 11 Spiele gemacht in der ersten Mannschaft. Und nun in Berlin war der auch höchstens ein Wechselspieler in der zweiten Liga. Also ja, er wurde auch schon fast versterbelt für nur 1,6 Millionen Euro. Also auch sein Marktwert ist stark gesunken um bis zu 13 Millionen Euro. Ich wollte auch vorhin noch sagen, vor dem Break, dass ja auch ich würde ihn auch schon mit 17 Jahren nicht holen, weil 6 bis 18 Millionen Euro, die er am Anfang wert ist, sind mir ein zu hohes Risiko für das, was man in ihn rein investieren muss in diesem FM-Teil, damit aus ihm ein guter Spieler wird. Also ja, Beino Gittens für mich schon eine der größten Enttäuschungen, weil ja, das Physische und das Technische ist halt super, aber im mentalen Bereich fällt er einfach viel, viel zu sehr. Und ja, das war es dann auch schon mit der heutigen Episode mit Jamie Beino Gittens. Vielen Dank natürlich wie immer. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich sonst noch machen soll. Maximal Alter 22 zu beginnen, nicht vergessen. Ich mache jeden. Und morgen geht es dann weiter mit dem argentinischen Mittelfeldspieler Facundo Buonanotte. Viele von euch werden ihn nicht kennen, der ist jetzt frisch in die Premier League gewechselt für knapp 6 Millionen Euro zu Brighton Hove Albion, ist jetzt ein echt frischer 18 Jahre jung. Und ja, wie der im FM abschneiden wird, sehen wir dann morgen um 18 Uhr. Macht's gut, bis dahin. Ciao, tschüss, euer Dentu.